Alrighty, und da sind wir wieder. Chrono Trigger, der zweite Part. Und ich fange mal an, meine Umgebung ein bisschen zu erkunden. Eine Jahrtausendfeier? Hier? Wovon redest du? Wir schreiben das Jahr 600 und König Gardia, der 21. regiert. Wir sind seit Jahren im Krieg. Wann endet er bloß? Okay, also wir kriegen so langsam mit. Das ist nicht unser Zuhause, wo wir gestartet haben. Aber die Leute haben hier auch einen Laden. Ihr kämpft gegen Magus? Wunderbar. Denkt daran, die gekauften Waffen auszurüsten. Jo, das werden wir tun. Keine Bummelei, sagt mir endlich, was ihr wollt. Dann schauen wir doch mal, was hat der Junge denn zu verkaufen? Im Moment sind wir echt noch sehr schwach auf der Brust, aber... Waffen für Maul gibt es leider nicht. Sie hat nämlich echt gar nichts drauf. Wir haben 700 Goldstücke. Eine Waffe werde ich bestimmt irgendwo finden. Ich kaufe mal 2 Karateanzüge. Tonics und den ganzen Kram werden wir bestimmt finden. Danke, bis bald. Und der nette Herr Ritter hat gesagt, wir sollen nicht vergessen, unseren Kram auch auszurüsten. Genau hier. Oh, und jetzt sehe ich, ich kann Maul gar nicht ausrüsten. Das ist ärgerlich. Na egal, werde schon jemanden finden, dem ich das geben kann. Ich bin Banter der Schmied. Ich fertige eine Glocke für den König, als Geschenk für seine geliebte Lena. Als die Königin verschwand, hörte ich auf. Ich konnte einfach nicht daran weiterarbeiten. Doch nun bin ich wieder eifrig dabei. Das heißt, die Königin war verschwunden und ist jetzt wieder da. Mein Mann wünscht sich eine Tochter, die ebenso intelligent ist wie schön. Ist das etwa die Glocke, die auf Lenas Platz hängt? Eine Friedensstube? Wo du hier bist? Aber sonst geht's dir gut, ja? Dies ist das Königreich Gardia. Wir kämpfen gegen Magus' Armee. Hast du das gewusst? Ja, natürlich. Dann halt die Klappe. Oh, ganz schön freundlich, die Leute hier. Ja, Tausendfeier? Was? Bist du verrückt? So ein Unsinn. Magus' Armee hat die Zenanbrücke zerstört, um uns den Weg nach Süden abzuschneiden. Zenanbrücke, okay. Zum Glück, sie haben Königin Lena endlich gefunden, in den Bergen. Sie ist sicher froh, zu Hause zu sein. Oh, und da kommt noch jemand rein. Bist du hier auch fremd? Ich bin Thoma der Abenteurer. Kauf mir was zu trinken und ich erzähl dir was. Okay. Apfelwein bitte. Das ging schnell. Danke, wegen der verschwundenen Königin. Von einem Besuch in der Kathedrale kam sie nicht zurück und... Wie bitte? Was? Sie haben sie mittlerweile gefunden? Ach, nicht so wichtig. Alles voller Mysterien. Oh, was ist das? Diese Kiste ist seit Generationen in der Familie. Wer sie zu öffnen vermag, darf ihren Inhalt behalten. Durch geheimnisvolle Kraft versiegelt. Okay. Kann ich aber noch nicht öffnen. Gibt's hier was? Nein. Okay, ich habe genug gesehen. Dann schauen wir doch mal weiter. Eine Kirche. Ah, hier ist die kaputte Brücke. Die Zenonbrücke. Diese Brücke wird repariert, weil Magus' Armee sie zerstört hat. Aber bis Sir Cyrus wiederkommt, kämpfen wir bis aufs Blut. Na dann. Durch den Gardierwald und auf zum Schloss. Und Monster verpestet. Ach so, klar. Natürlich kann ich Marl nicht ausrüsten, weil ich sie erstmal finden muss. Tada, schlauer Kopf.
Ihr habt da nichts drauf. Ja, ein Tonic gefunden, genau. Müssen wir doch nicht unbedingt kaufen. Oh, da glänzt was. Ja, Kraftpille gefunden. Kraftpillen steigern permanent bestimmte Eigenschaften. Das heißt, wenn wir die sammeln, können wir uns aussuchen, wem wir die dann irgendwann geben. Ah, ihr seid hier die Akrobaten im Wald, oder was? Dann probieren wir doch mal unseren Zyklon aus. Naja, warten wir, bis die Jungs näher zusammenstehen. Yeah, eat this. Schon ein schönes Spiel mal wieder zu spielen. Also das letzte Mal ist jetzt wieder ein paar Jahre her. Wie ich meinte, so für den Nintendo DS kam es ja vor ein paar Jahren auch raus. Da habe ich es mir auch holen müssen, obwohl ich es für Super Nintendo habe und auch auf dem Emulator schon wieder gezockt habe. Also irgendwie verfolgt mich das Spiel. Alle paar Jahre muss es mal wieder sein. Und ich werde in der Geschichte nichts spoilern, also auch wenn ich mal weiß, irgendwie, dass das, was gesagt wird oder passiert, jetzt nicht so der Wahrheit entspricht oder ein bisschen anders läuft, werde ich natürlich nichts erzählen. Monster verlor Unterkunft, okay. Ah, Unterkunft. Im englischen Original heißt es Tent, dann haben sie es hier nicht mit Zelt übersetzt, sondern Unterkunft. Na gut. Unterkunft ist im Grunde genau dasselbe wie bei beispielsweise Final Fantasy Teilen auch. Wenn ich mich auf einem Speicherpunkt befinde, kann ich mich damit komplett heilen. Oder natürlich auf der Weltkarte auch. Rolly Reiter. Das Tolle am Kampfsystem, ich weiß nicht, ob es das damals schon mal gab oder ob Chrono Trigger das erste war. Sobald man mehrere Leute im Team hat, kann man auch Doppel- oder Dreifach-Attacken machen, die je nach Gruppe sich halt krass unterscheiden. Halt! Wer wagt es? Oh, das ist ein großes Schloss. Guck dir nur die Haare an! Woher kommst du, Kerl? Bist du einer von Magus-Leuten? Wohl kaum. Kleine Kinder nehmen die gar nicht erst auf. Geh wieder brav spielen, ja? Haha, und jetzt raus mit dir. Sofort aufhören. Königin Lena. Ach, wer ist denn da? Erweist ihm Respekt. Dies ist ein Freund von mir. Aber er ist irgendwie seltsam. Ihr gehorcht mir nicht? Vergebung, gnädigste. Bitte tretet ein, Sir. Ich glaube, da wird jemand für eine Königin gehalten, die keine ist. Oh, wo ist sie hin? Wen haben wir denn hier? Die rechte Hand des Königs. Sir, ich nehme an, dass ihr meine liebe Frau gerettet habt. Aber was ist denn genau passiert? Lena benimmt sich sehr seltsam. Und sie hat ihre Korallenbrosche verloren, die sie sonst wie ihren Augapfel hütete. Vergebung, ihr seid müde. Für all das ist später Zeit. Ruht euch in den Rittergemächern aus, im Westflügel des Kellergewölbes. Okay, das können wir machen, aber vorher würde ich mich gerne ein bisschen umgucken. Denn ein Schloss hat hohe Türme. Und leckere Truhen. Her damit. Die Königin wartet. Als hätte ich's nicht gewusst. Ah, da seid ihr. Bitte, lasst uns allein. Ich muss mit diesem Edelmann reden. Natürlich, Eure Hoheit.
und tschüss. Kommt näher, Sir. Okay. Hab ich dich reingelegt, was, Krono? Ich bin's. Aber alle hier nennen mich Lena. Ich bin so froh, dass du hier bist. Wir kennen uns noch kaum, aber irgendwie wusste ich, dass du kommst. Danke, Krono. Etwas stimmt nicht. Ja, die Beleuchtung stimmt nicht. Was ist das? Mir ist, als würde ich zwei gerissen. Hilf mir, Krono. Ich habe Angst. Bitte, Krono. Hilf mir. Ups. Okay, was ist hier passiert? Habt ihr was gesehen? Ich habe die Gerüchte hier ziemlich satt. Gerüchte? Hat sie dich schon entlassen, Bursche? Wo warst du? Du warst hoffentlich züchtig. Hast du etwas Komisches gemacht? Natürlich nicht. Bist du sicher? Ja, haben die vielleicht irgendwas gesehen? Okay, wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Krono! Ach, Luca hat's geschafft. Du bist okay. Hast du sie gefunden? Weg? Was heißt das? Sie ist weg. Dann hatte ich richtig vermutet. Ja, was denn bitte? Ich wusste, ich kenne sie. Und das hier sieht genau wie das Schloss in unserer Zeit aus. Ich wette, sie haben dieses Mädchen für seine Vorfahren gehalten. Weißt du, sie gehört zur Königsfamilie unserer Zeit. Sie ist Prinzessin Nadja. Ach du... Mao, das heißt, Prinzessin Nadja ist eine Nachfahrin von Königin Lena. Aha. Das heißt, alle zwei Generationen hat sich die Frisurmode egal. Hier wurde Königin Lena entführt. Okay. Soweit ich weiß, soll sie jemand gerettet haben. Aber durch uns wurde die Geschichte verändert. Monster, Clown, Königin. Mal sieht Lena so ähnlich, dass sie ihre Suche aufgegeben haben, als Erstere hier auftauchte. Wenn aber die echte Königin jetzt von den Entführern getötet wird, dann verschwinden alle Nachkommen. Und damit auch Mal. Dreckiger Imp. Dann wird Mal einfach verschwinden. Vielleicht ist aber noch nicht alles verloren. Wenn wir Lena retten, sollte die Geschichte bleiben, wie wir sie kennen. Also, wir retten Lena und retten damit Mal. Hier muss der Königin etwas zugestoßen sein. Deshalb hast du Prinzessin Nadja verschwinden sehen. Beeilung, wir finden die echte Königin. Puh, gut, dann lasst uns mal rennen. Wo haben wir dann noch nicht geschaut? In der Kirche. Ah, vielleicht können wir ja Luca den Anzug geben, den wir noch haben. Oh, sie hat sogar schon einen. Na, besser ausgerüstet als ich aufgebrochen bin. Und eine Menge Rollie-Reiter. Ja. Lucas ist das Genie der Gruppe. Die hat natürlich ihren Blaster. Nicht so stumpf wie mit Schwert. Bam, Crit. Was haben wir denn hier? Kann auch gut sein, dass ich zwischen den Parts immer mal irgendwie ein bisschen grinde, vielleicht ein paar Level hole, damit wir nicht irgendwann in einer Stelle landen, die wir einfach nicht schaffen, weil wir zu schwach sind.
Aber das muss ich ja dann nicht aufnehmen. Mache ich nebenher und werde es dann auch nicht groß erwähnen. Obwohl, das Spiel ist eigentlich für damalige Zeiten echt sehr gut gestreamlined. Wir nennen Lernen eine Doppelattacke. Das heißt, wenn ich jetzt mit Luca in einer Gruppe bin, oh, Vögel, die sind ziemlich fix, dann können wir eine Special-Attacke ausführen. Aber das werde ich hier noch nicht machen. Oh, Chrono muss geheilt werden. Darauf habe ich bis jetzt nicht geachtet. Mit einem Tonic. Ja, die eine Geschichte wollte ich noch erzählen, wie ich damals zu diesem Spiel gekommen bin. Ich meinte ja, das Spiel gab es nie in Deutschland, also nicht zu der Zeit, als es das erste Mal in Amerika und Japan rauskam. Und ich weiß nicht, ob es jemand kennt. Ich habe es wirklich nur ein oder vielleicht sogar zweimal in meinem Leben überhaupt gemacht, damals als kleines Kind aus einem Katalog bestellt. Also ein Spiel aus einer Liste ausgesucht, was vielleicht irgendwie in einer Computerzeitschrift drin war. Okay, ich erzähle gleich weiter. Oh je, du könntest etwas mehr Essen vertragen und einen Ort zum Ruhen. Zum Ruhen? Mir geht's eigentlich ganz gut, aber was liegt hier? Was gefunden? Eine Haarnadel. Gardias königliches Wappen. Okay, wir wissen, wo die Königin ist. Und ihr seid keine Nonnen. Dann schauen wir doch mal, wie es mit einem Doppeltechnik aussieht. Ja, da treffen wir drei auf einmal. Awesome. Ja, das schmeckt euch gar nicht. Und tschüss. Bam, Crit. Oh, und das halten sie sogar aus. Meine Güte. Haben beide ein Level dazu gewonnen. Sehr schön. Puh, das war knapp. Noch mehr. Ah. Wer seine Deckung vernachlässigt, erlaubt dem Feind Zugriff. Seid ihr zur Rettung der Königin hier? Der Hort ist tief drin. Kommt ihr mit mir mit? Ein Frosch! Chrono, ein sprechender Frosch. Ich hasse Frösche. Meine Gestalt erweckt wohl nicht euer Vertrauen. Gut, wie ihr wollt. Ich rette die Königin allein. Nein, halt, Herr Frosch, du hast ein riesiges Schwert. Warte. Du bist scheinbar kein böses Personenfrosch-Ding. Ich meine... Chrono, was meinst du? Natürlich mit dem Frosch gehen. Ich werde mich mit dem Froschding schon anfreunden. Wie heißt du? Und er heißt ganz einfach Frog. Frog ist in Ordnung. Gut, nett dich kennenzulernen. Mich dünkt, in der Nähe verbirgt sich eine Tür. Suchen wir danach. Dann spielen wir mal die kleine Nachtmelodie. Mondscheinsonate wäre auch nicht schlecht. So, und geben den Bösen aufs Maul. Ja, was ich sagen wollte, gab es in den Spielemagazinen damals diese ewig langen Listen von Spielen. Einfach nur den Namen, ohne Bilder, ohne gar nichts, irgendwie in 8-Punkt-Schriftgröße. Und man konnte anrufen oder einen Brief hinschicken, E-Mail gab es ja damals nicht, und hat dann so seine Spiele gekriegt. Und irgendwie, ich hab mein Taschengeld gespart und wollte für die Sommerferien ein Spiel haben. Ich kann mich echt nicht
entsinnen, wieso ich genau dieses Spiel genommen habe, aber ich habe im Grunde blind auf diese Liste getippt und gesagt, so, das will ich haben. Hab da angerufen, weiß gar nicht mehr genau, wie lange es gedauert hat oder so. Und ein paar Wochen später oder Tage später, wenn es ein Import war, wahrscheinlich Wochen, hatte ich dieses Spiel im Briefkasten. Und ich wusste weder, dass es ein Rollenspiel ist, noch dass es so unheimlich gut sein soll. Keine Ahnung. Und habe das Spiel angefangen zu spielen und war hin und weg. Es gab so ein paar Stellen, wo ich damals noch nicht als Kind gecheckt habe, dass man halt einfach leveln muss, immer wieder die gleichen Monster killen, wenn man einfach zu schwach ist. Deswegen hatte ich da so meine Probleme. Aber ja, so bin ich zu einem der geilsten Spiele meines Lebens gekommen, einfach indem ich blind auf eine Liste getippt habe. So, das ist doch alles noch gar kein Ding hier. Ja, aber solche Spiele hat jeder. So Dinger, die einen wirklich nicht loslassen, wo man sagt, das ist das Spiel entweder meiner Jugend oder das Spiel meines Lebens, irgendwas. Manchmal sogar Spiele, die keine anderen groß schätzen oder für wichtig erachten. Aber man verbindet dann so speziell irgendwie Gedanken. Bei mir war es meistens die Sommerferien. Wenn ich ein Spiel zum Sommerferien bekommen habe, habe ich damit halt unheimlich viel Zeit verbracht. Und tagsüber draußen gewesen und mit Freunden getroffen und dann irgendwann drinnen gehockt abends und gezockt. Oh, ein Damenkleid gefunden. Luca sieht nicht so aus, als würde sie besonders auf Damenkleider stehen, aber wir können ja mal schauen. Oh, doch, ist sogar besser als der Karateanzug. Will ich nicht wissen. Entschuldigung. Was in dem Damenkleid eingewoben ist. Hier ist ein Knopf neben der Tür. Ja, schlaue Sicherheitsmaßnahme. Ihr seid Menschen. Die Königin von hinten gefangen behalten. Bitte, rettet sie. Ja, und was macht ihr? Die Tür ist jetzt offen. Innerhalb dieses Gebäudes gibt es einen Raum, der Margus gewidmet ist. Da soll es einen Schatz geben. Margus. Oh, und noch eine Kraftpille. Dann schauen wir doch mal, wo sind die ganzen Kraftpillen? Ah, da sind sie ja. Eine an Chrono und... Ah, beide an Chrono. Der Frog ist schon so stark. Ein Stahldegen. Stahldegen. Läuft Chrono mit dem... Ja, okay, er kann den Stahldegen tragen. Super. Eigentlich beginnt es ja ziemlich klassisch. So, man springt in eine Welt, die so sehr nach Mittelalter aussieht und trifft einen verzauberten Frosch, der aussieht wie ein Ritter. Man rettet die Prinzessin. Oh, Chrono. Oh, oh. Ich muss aufpassen. So, alles schön erforschen, dass uns nichts durch die Lappen geht. Monster beim Futtern. Hey, was soll die Verkleidung? Die ist hier überflüssig. Fast meine Schicht, schon wieder Mensch spielen. Widerlich. Ach so, und ihr haltet uns für verkleidet? Die von Nollig schmecken gar nicht schlecht und die beiden gefangenen Soldaten sehen fett und saftig aus.
Gibt's hier nichts zu holen bei euch? Nee, leider nicht.